Liebe Leidende, ich begrüße Sie herzlich zu unserer neuen Videosprechstunde. Der Nächste, bitte. Wir alle kennen das Phänomen der Vergesslichkeit. Unseren Freund Ivan hinter mir hat es aber in besonderem Maße beschäftigt. Seine Frau erkrankte irgendwann an der Alzheimer-Demenz. Und das hat ihn als Angehörigen auch besonders stark mitbelastet. Über dieses Thema sprechen wir heute mit Professor Alfons Schnitzler. Er ist leitender Neurologe am Uniklinikum in Düsseldorf. Herr Schnitzler, können Sie uns Außenstehenden mit kurzen Worten erklären, wie nimmt ein Alzheimer-Patient die Welt wahr? Was verändert sich für ihn? Diese Frage können wir natürlich nur indirekt beantworten, weil wir es selbst ja, wenn wir die Erkrankung nicht haben, nicht erleben. Ja. Aber die Symptome, die auftreten bei der Alzheimer-Erkrankung, die geben uns Hinweise darauf. Und die ersten Symptome sind ja Gedächtnisstörungen, zunehmende Vergesslichkeit bis hin zu der Ausprägung, dass man 10 Minuten später nicht mehr weiß, was man vorher vielleicht mit seinem Angehörigen vereinbart hat, dass man irgendwo hingehen will und das dann nicht mehr weiß. Mhm. Und das führt zu einer erheblichen Verunsicherung. Mhm. Das ist ganz klar, man kann sich an diese Dinge nicht mehr erinnern, man kann den Tagesablauf nicht mehr vernünftig strukturieren, man kann sich an Verabredungen nicht mehr halten und das wird natürlich auch vom Gegenüber, der vielleicht nicht weiß, dass man diese Erkrankung hat, nicht gut wahrgenommen. Das heißt, die Angehörigen sind selber eigentlich auch Mitbetroffene der Krankheit? Definitiv. Ja. Als Angehöriger ist es ganz wichtig, dass man über die Erkrankung gut Bescheid weiß. Und, kann man sich beraten lassen? Gibt es da Stellen? Ja, man kann sich beraten lassen. Es gibt die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft, die auch Selbsthilfegruppen, dann regionale Selbsthilfegruppen hat, die sehr gut informiert sind und die gute Beratung liefern. Die Frage, die alle bewegt, ist: Ist diese Krankheit heilbar? Und wenn nein, wie kann man sie behandeln? Sie ist nicht heilbar, nicht muss man heilbar sagen, nach wie vor nicht heilbar. Aber es ist auch nicht so, dass wir keine Behandlung haben. Ja. Also es gibt Behandlungsmöglichkeiten. Und diese Behandlungsmöglichkeiten teilen sich auf einerseits in medikamentöse Maßnahmen, die wir machen können, und dann aber andererseits in das, was wir psychosoziale Interventionen nennen. Was ist das? Also dazu gehören Maßnahmen wie Ergotherapie, dazu gehören Maßnahmen wie kognitive Stimulation, die sehr individualisiert sind. Also beispielsweise, dass man ein Umfeld schafft, wo der Patient sich sehr, sehr wohl fühlt, sich entspannen kann. Das ist ganz, ganz enorm wichtig. Sie haben gerade den Aspekt des Entspannens angesprochen. Mein Großvater, der wurde 104 und hatte natürlich irgendwann auch eine Demenz. Und ich erinnere mich, dass ich mit ihm oft gesungen habe und er konnte alle 7 Strophen von Großer Gott, wir loben sich auswendig. Ich konnte nur 2. Was halte der alte Mann mir voraus? Ja, ich meine, das ist ein geradezu typisches Beispiel dafür, dass bei der Alzheimer-Erkrankung zwar Gedächtnisstörungen auftreten, aber das sogenannte Langzeitgedächtnis trotzdem sehr, sehr lange erhalten bleibt. Ja. Also typischerweise das, was man vor 5 Minuten gemacht hat, wird nicht aufgenommen, ist weg aus dem Gedächtnis. Mhm. Das, was vor 50, 80 Jahren passiert ist, ist noch da, lässt sich aus dem Gedächtnis herausholen, und insbesondere wenn es mit einer starken Emotion verbunden ist. Der war total glücklich dabei. Der wurde immer, immer froher und immer wacher. Ja, weil es eben diese emotionale Komponente ansprach mit der Musik, mit dem Lied, was er wahrscheinlich gerne gesungen hat und immer wieder gerne gesungen hat. Und deshalb ist das, dieser Gedächtnisteil besonders gut erhalten, was man natürlich auch therapeutisch nutzen kann, indem man diese Emotionen ganz gezielt triggert. Eine gute Aussicht. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen fürs Zuschauen.